11.39 Uhr. Heute ist übrigens nicht nur der Tag der Grammatik, sondern ich habe jetzt auch gelernt, heute ist der Tag des Hörens. Heute ist der Tag des Hörens, ja, Evren. Okay. Und was sagt mir das jetzt? Dass du dir was zum Essen mitgebracht hast, sagt uns das. Und das werden wir jetzt was? Hören. Ach so. Ja. Alle haben Angst, was es wohl heute gibt. Evrens krasses Mittagessen. Guten Appetit. Evren, was hast du dir denn gekocht? Ja, das weißt du doch eigentlich schon. Habe ich doch gestern auch auf Instagram schon kundgetan. Ich habe schon wieder vergessen. Ach ja, ein Eintopf. Nein, Entschuldigung, ein Curry. Ein Curry, nachdem ich gestern so einen Druck gemacht habe. Genau, dass der Hänsler ja bald kommt und ich zwischenzeitlich kein einziges Mal geübt habe, einen Curry zu kochen, habe ich gestern einen Curry gekocht und ich muss sagen, es schmeckt ganz gut eigentlich. Das hast du beim letzten, was war es? Ein Ananas-Kokos-Curry, glaube ich. Irgendwie sowas. Mango, irgendwas. Irgendwas ganz abenteuerliches. Ich habe auch so ein ganz, also Standard-Curry. Ich mache jetzt keine Experimente mehr, bis der Hänsler kommt. Einfach nur Standard. Ja, einfach. Ja. Und nachdem wir ja gestern schon gehört haben, wenn es gar nicht klappt, bescheißt du sowieso. So. Da schiebt sie ihm ein Curry drunter, was sie gar nicht selber gekocht hat, sondern eine Freundin, die das angeblich sehr, sehr gut kann. Ja, Bin sehr gespannt. Das ist der Plan. Das wird das Highlight von meinem Mai übrigens. Aber ich habe jetzt dieses Curry, ich habe es tatsächlich mir angeguckt im Netz. Da ist ein schönes Bild. Das waren so mit Linsen und Gemüsezeug und so. Ja. Das sah original aus wie ein Linseneintopf. Es ist halt ein indischer Eintopf. Ist Curry nicht ein indischer Eintopf? Ja, natürlich. Es ist ein indischer Eintopf. Ja, ja. So. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor dem Mittwochmittag, weil Evren schon gesagt hat, ich soll auch heute wieder ein bisschen länger da bleiben. Warum? So, du hast es eben schon gesagt, es ist was? Tag des Hörens. Heute ist aber auch Tag der Grammatik. Ich weiß, wir haben das schon gebührend gefeiert heute. Siehst du, habe ich gar nicht zugehört heute. Aber... Also, du bist ja immer derjenige, der wirklich, also du sprichst ja auch wirklich gutes Deutsch. Ne? Du bist da wirklich immer sehr bedacht, was so die grammatikalischen Sachen angeht. Alter, pass auf jetzt, was du sagst. Du bist ein Klugscheißer. Du bist ein Klugscheißer, wollte ich eigentlich sagen. Und deshalb mache ich mit dir so einen Grammatiktest. So, und ich glaube, der hat es in sich. Ich bin ja schon auch immer so wirklich ein Pedant, was sowas angeht. Aber ich glaube, das ist schon hart. Ich muss einen Grammatiktest machen. Ja, klar. Also ein Klugscheißer muss so einen Grammatiktest machen. Ich glaube, das wird mein Steffen-Hensler-Moment. Der ist natürlich wieder, weil jetzt natürlich, ich bin sehr gespannt. Ein Grammatiktest bei Evren um kurz nach 12. Ich gehe mich gerade noch eindudeln. Das ist schön, ja. Einduden.